Liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Heute geht es um Paper Mario, The Origami King. Das ja tatsächlich heute erst rausgekommen ist, obwohl gestern schon irgendwie alle möglichen YouTuber ihre erste Folge rausgehauen haben. Aber ich habe meine Version erst heute bekommen und deswegen kann ich erst ab heute spielen. Ich habe sogar einen in meiner Abonnentenliste, der hat einfach schon 6 Videos am ersten Tag davon rausgehauen. Aber darum soll es nicht gehen, sondern um Paper Mario. Ich freue mich. Weil die ersten 3 Teile von Paper Mario habe ich geliebt. Also den ersten auf Nintendo 64 war sowieso der allergeilste. Nee, stimmt nicht ganz. Der auf dem GameCube war der allergeilste, also der zweite Teil. Danach die Wii-Version war auch noch okay. Dann kam allerdings Sticker Star für den DS. Das fand ich scheiße. Und Color Splash auf der Wii U habe ich nie gespielt, weil ich die Wii U nie hatte. Ja, und wir sehen ganz viele verschiedene Toads, die zumindest andere Farben haben. Immerhin, sie haben keine eigene Persönlichkeit wie in den ganz alten Paper Mario Teilen. Aber gut, also von dem Intro hier gefällt mir schon mal ganz gut. Wir gehen einfach mal rein, ohne viel zu quatschen. Ich habe tatsächlich noch nicht reingeguckt, deswegen weiß ich auch noch nicht, was auf uns zukommt. Ich habe mir den Trailer angeguckt. Jetzt bin ich gespannt, ob das, was ich im Trailer so angesprochen hatte, ich habe da ja auch so ein Analysevideo zu gemacht, was davon stimmt. Oh, die Grafik gefällt mir aber auf jeden Fall schon mal. Haben wir dann mit dem Auto oder mit dem Motorrad? Oh, mit dem Kart gleich. Ah, ist das nicht toll, Bruderherz? Endlich machen wir mal wieder einen Ausflug zusammen. So reden eigentlich ja Toads, ne? Wie hat denn... Das Kart fährt von selbst und ich kann es kaum erwarten, Prinzessin Peach zu sehen. Ist auch schon viel zu lange her. Und auf dem Origami-Fest wird sicher super lustig. Eine einzige große Party. Spricht der so? Ich habe keine Ahnung, wie Luigi spricht. Wie spricht Luigi? Ich kann leider auch keinen italienischen Akzent. Oh, das sieht so süß aus. Die haben halt viel mehr mit diesem ganzen Papierkram jetzt hantiert. In den ersten Paper Marios, ich werde das ganz oft mit den ersten Paper Marios vergleichen, war das noch so, dass die Welt weniger Papier ist, aber jetzt ist ja wirklich alles aus Papier. Da wären wir, Toad Town, und da ist auch der Pilzpalast. Aber warum ist es hier so ruhig? Sollte nicht ein großes Fest stattfinden? Die Straßen sind leer, die Giraffe guckt uns an. Und das Windrad windet. Aber wo sind denn alle? Sind wir etwa zu spät? Mario, sehen wir uns noch einmal die Einladung an. Was sollten wir denn hier sein? Ich lade euch herzlich zum Origami-Fest in Toad Town ein. Es findet dieses Jahr am X-ten des Oten statt. Eure Peach. Ah, die Party soll also heute steigen. Denkst du, die stecken noch in den Vorbereitungen? Wollen wir mal im Palast probieren? Vielleicht sind ja alle da drin. Okay, gute Idee, Luigi. Let's go! Voll die Poser. Zwar. Kann ich. Nee, ich kann nicht lenken. Oh, das wäre cool gewesen. Aber wirklich wie eine Geisterstadt, das ist ja gruselig. Hoffentlich passiert da nicht gleich irgendwas. Und ich hoffe, mein Bild ruckelt nicht, weil ich hatte die letzten Videos alleine das Problem, dass meine Videos ein bisschen geruckelt haben. Aber müssen wir mal gucken. Jetzt fahren die mit ihrem Kart ins Schloss rein? Euer Ernst? Okay, das ist weird. Ziemlich weird. Aber gut, Klempner-Style halt, ne? Die können's. Dann müsste ja jetzt eigentlich das aus dem Trailer kommen, oder? Wenn wir da gleich reingehen, dass da dann diese böse Peaches. Achtung, Spoiler. Und da wären wir, der Pilzpalast. Ich glaube, ich habe Luigi am Anfang anders gesprochen, aber egal. Ich parke nur noch schnell das Kart, ja? Ich möchte ungern Geld für den Parkservice ausgeben. Du knausriger Typ. Oh, aber guck mal, hier haben die schon das mit dem Papier so richtig schön dargestellt. Der war einfach eben nur platt. Da ist er platt, der Luigi. Oh, und diese typische Pilzpalast-Melodie. Da ist er ja wieder. Ah, tut mir leid, dass du warten musstest. Gehen wir zur Prinzessin. Alles klar, Luigi. Ja, wir können uns bewegen. Wir haben gleich von Anfang an 50 Leben. Haben wir schon irgendwas? Oh, wir können Items angucken. Und Mario überlegt dabei ganz stark. Alles klar. Ja, wird es wahrscheinlich alles noch erklärt. Ich klicke trotzdem mal ein bisschen rum. Was haben wir noch so? Items, Zubehör. Oh, das sind wahrscheinlich die Orden oder so. Oh, ich hoffe... Oh, shit. Ausrüstung. Ach, stimmt. Die Ausrüstung kann in diesem Spiel kaputt gehen, ne? So eine dumme Idee von Nintendo, dass sie inzwischen alles kaputt machen. Na gut, egal. Wird uns schon alles noch erklärt. Hüpfi, hüpfi. Dann mal gucken, wo denn alle sind. Aber wo sind denn alle? Ja, das kennt man doch schon aus dem Trailer, oder nicht? Genau diese Szene? Okay, I think so.
Irgendwie gruselig hier, oder? Und warum sieht man nirgendwo Toads? Mama Mario! Mama Mia! Da habe ich doch glatt unser Geschenk im Garten vergessen. Ich gehe erstmal schnell holen. Okay. Jetzt aber... Oh, Luigi, du bist zu langsam. Das gefällt mir gar nicht. Wie soll ich denn jetzt nach draußen kommen, wenn die Tür abgeschlossen ist? Keine Sorge, Mario. Ich weiß genau, was man in solchen Situationen macht. Mario, um Hilfe bitten! Nun gut, ich werde einmal tief durchatmen und den Schlüssel zu der Tür suchen. Das würdest du doch auch machen, oder? Falls du Prinzessin Peach zuerst siehst, sag dir, dass ich gleich da bin. Bis später dann. Let's go. Let's go. Ja, was würde Mario tun? Das denke ich mir auch immer. Eigentlich nicht. Ob es ja auch schon Secrets gibt. Ja, wir haben halt noch keinen Hammer oder so, ne? Deswegen können wir nicht wirklich viel machen. Ab in den Palastsaal. Oh, immer noch keiner da. Ja, das hier, genau das kennt man aus dem Trailer. Genau das, ja. Die haben es einfach 1:1 übernommen. Einfach das Intro. Ah, Mario. Aber wo ist denn jetzt Luigi hin? Das ist ein bisschen weird. Und dieses Intro finde ich so gut gemacht, weil die Stimmung so gut eingefangen wird, auch mit der Musik und so, dass sie da so ganz langsam rauskommt, gar nicht freudestrahlend oder sowas. Und auch mit, so wie sie redet, also mit diesen ganzen Punkten und so. Finde ich sehr, sehr cool. Ah, wie schön, dich zu sehen. Oh, hallo Peach. Beantworte mir eins. Findest du nicht auch, dass das Pilzkönigreich entfaltet und zu neuem Glanz, nun ja, erneut gefährdet werden sollte? Auf jeden Fall, Prinzessin Peach. Du hast immer den Plan. Sonst wärst du ja nicht die Prinzessin hier, wenn du nicht wüsstest, was das Beste für das Königreich ist. Ja, und die Toads, sollte man sie nicht für alle Ewigkeit zum Schweigen bringen? Vollkommen richtig, Toad. Prinzessin Peach. Sorry. Die Toads sind sowieso nervig. Bringen sie alle zum Schweigen. Ich verstehe. Letzte Frage. Wirst du vor mir einknicken und wie ich neugeboren werden? Klingt gut, so eine Neugeburt. Ich fühle mich sowieso ganz schön alt. Ja, machen wir so. Falsche Antwort, richtige Antwort. Es spielt keine Rolle. Alle deine Antworten sind dünn wie Papier. Aber Prinzessin Peach, was meinst du damit? Leb wohl. Aber Prinzessin Peach! Mario! Alles gut, Leute, alles gut. Ich lebe ja noch. Wow, spektakulärer Auftritt von dir. Nicht zu meckern. Bist du auch in den Origami-Fest hier? Ich finde es sehr einladend, dass man uns hier im Verlies warten lässt. Du hast König Bowser auch noch nicht gesehen, oder? Ich will gar nicht ähnlich, uns hier einfach so hängen zu lassen. Hä, sind das nicht eigentlich alles böse Leute? Die sind jetzt lieb zu uns. Okay. Boah, Mario, du bist auch hier. Super toll. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von... ich meine, ich wollte immer schon mal gegen dich kämpfen. Klasse, das ist ja richtig toll aufregend. Ich habe schon Prinzessin Peach gesehen und jetzt auch noch dich. Mann, der beste Tag meines Lebens. Obwohl, ich sagen muss, dass hier, dass mir die Prinzessin anders vorgestellt habe. Nicht so geknickt irgendwie. Ja, dieses Geknicktsein. Eigentlich ist sie doch immer... Oh, die sind ja auch so gefaltet. Was denn da los? Mit uns. Oh, fein. Was kommt als nächstes? Ich habe noch nie einen Toad gesehen. Das ist doch ein Toad, oder? Nein, folgt ihnen nicht. Seid ihr denn des Wahnsinns? Ihr seht doch, dass sie anders aussehen als wir. Seid rassistisch. Alles, was anders aussieht, ist böse. Du nicht. Ach, schade. Hoffentlich musst du nicht zu lange warten, Mario. Du willst sicher auch mal einen Toad aus der Nähe sehen. Die Shy Guys. Sind alles böse Leute. Aber ich glaube, Shy Guys sind an sich gar nicht so böse, ne? Also von sich aus. Mario, bist du das? Ne, das hat wahrscheinlich Bowser gesagt. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin an einem ganz merkwürdigen Ort. Hier ist es eng und dunkel, so als wäre ich zwischen den Dimensionen gefangen. Warum redet Bowser wie ein alter Mann? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ist jetzt auch nicht unangenehm oder so, aber jetzt würde ich doch ganz gern wieder raus hier. Wenn du also so nett wärst. Ist gut, Bowser, also ich... Oh, was passiert? Toll, da leuchtet ja jetzt was. Ist das ein Faltkreis? Wer sagt das? Ist das immer noch derselbe? Nochmal ganz langsam, um sicher zu gehen, leuchtet der Boden unter deinen Füßen? Ja. Dann ist es ein Faltkreis und jetzt musst du nur noch herausfinden, was man damit macht.
wenn es weiter nichts ist. Oh, habe ich schon meine Faltarme? Oh mein Gott! Nee, oder? Hä? Ich habe von Anfang an meine Faltarme? Hä? Ich muss nichts dafür machen. Ich muss mich einfach nur auf eine Stelle stellen und habe meine Faltarme, obwohl ich noch nicht mal ein Origami-Typ bin. Weil das kommt doch erst in der Story, oder? Dass alles zu Origami wird und dann muss man seine Fähigkeiten holen. Aber nee, die erste Spielminute, die ich überhaupt habe, kriege ich gleich meine Faltarme. Hä? Okay, das finde ich schon mal super weird, aber okay. Du hast es geschafft. Du hast die Macht der legendären Faltarme entfesselt. Meinst du, du könntest sie einsetzen, um mich herauszuholen? Oh mein Gott, ich kann die mit dem Controller dünneln hier. Mehr nach links, mehr nach rechts und jetzt nach links und nach rechts. Links, rechts, links, rechts. Hoch die Hände, Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende. Ja, da. Okay. Also, wie funktioniert das jetzt? Ein Stück höher. Etwas nach links greifen. Und ach, das war das andere für ihr. Okay, also die Bewegungssteuerung funktioniert jetzt hier nicht so gut. Reiß das doch einfach ab. Wie weit denn noch? Oh mein Gott, ich musste mich um eine 180-Grad-Drehung drehen, damit das überhaupt funktioniert. Ich habe leider ihren Namen vergessen, aber das sagt sie uns bestimmt gleich. Ah, endlich! Befreit aus dieser entsetzlichen Zwischenwelt! Ich meinte vorhin zwar, sie wäre ganz okay, aber das habe ich mir eigentlich nur eingeredet, um nicht in Panik zu geraten. Oh, das war nur diese Wand hier. Tja, ich heiße Olivia. Genau, Olivia. Die Schwester von dem bösen Origami-König, den wir erst noch kennenlernen werden. Beziehungsweise, wir haben ihn ja eigentlich gerade schon kennengelernt, in der Form von Prinzessin Peach. Aber das wisst ihr ja noch nicht. Und jetzt willst du sicher alles über mich wissen und warum ich da drin gefangen war. Nur haben wir im Moment leider keine Zeit dafür. Lass uns einen Weg hier rausfinden, bevor wir noch Falten kriegen. Haha. Apropos Falten. Mir hat ja nie jemand Füße gefaltet. Trägst du mich? Hey, du kannst fliegen. Warum sollte ich dich... Na gut, von mir aus. Ich find's immer noch weird, dass wir einfach von Anfang an schon diese Fähigkeit hier haben. Und kein Hammer, oder? Oh, never mind. Kaum spricht man von Hammer, ist hier der Hammer. Ja, was mache ich mit diesem Hammer? Olivia, bitte sag es mir. Oh, das ist ja ein Hammer. Mach doch mal mit B irgendwas. Okay, Olivia. Boah, Geld, Money. Kann man auch diese großen Kisten kaputt machen? Krass, da ist noch mehr Geld drin. Oh, und die kann ich noch nicht kaputt machen, weil die sind verstärkt mit Eisen. Und deswegen macht das ein Klickgeräusch. Brauchen wir einen besseren Hammer für. Okay, also bisher dann schon mal ganz cool. Hammer ist mein Lieblings-Item. Bei Paper Mario. Tatsächlich. Und wenn man die dann später noch upgraden kann, das ist ja so RPG-mäßig, dann ist das sehr schön. Ich weiß nicht, ob meine Einfälle wirklich immer gut sind, aber ich teile sie auf jeden Fall gern mit dir. Wenn du mal nicht weiter weißt, drück einfach X. Okay. Wie der Goomba in den ersten Teilen, der einen dann immer vollgelabert hat, ja? Da war ja Stumpfine oder sowas. Nein, die hieß anders. Gumpifine oder sowas. Auf jeden Fall war die auch so schlau. Ui, danke, dass du X gedrückt hast. Mein erster Hinweis. Oh, wie war mein Text? Das Loch in der Wand sieht danach aus, als könnte man sich dort herausschleichen. Okay, bist ganz schlau, Olivia. Danke für den Tipp. Also, wenn wir nicht weiter wissen, dann können wir sie um Rat bitten. Das war nämlich auch mein Problem bei Stickerstar. Da war ich dann irgendwann in dieser Wüste und da war so ein Dungeon und da habe ich überhaupt gar nichts mehr gerafft. Und ich glaube, da hatte man noch keinen Begleiter, der ihnen geholfen hat. Und dann habe ich das Spiel abgebrochen und dann fand ich Paper Mario scheiße. Also gut, dann schauen wir mal, wo wir hier eigentlich sind. Ah, definitiv im Schlossverlies. Ich war zwar überhaupt nur einmal in einem Verlies, aber ich glaube, die riechen alle gleich muffig. Aber ich finde das auch so schön, dass das jetzt auf Deutsch ist. Anders als bei Bug Fables, was ja auch so ein Paper Mario Abklatsch ist. Da war das sehr anstrengend, dass ich das alles übersetzen musste. Kann ich auch nicht kaputt machen, ne? Kann ich hier irgendwas nehmen oder sowas? Nee. Hätte mir wahrscheinlich auch jemand gesagt. Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Hier ist hier in der Nähe irgendwo ein Weg nach draußen? Okay, Olivia, hier zum Beispiel. Ist leider verschlossen. Ach, das ist unser Kerker, gell? Okay, also dann sind die da rausgegangen und dann hier nach rechts. Hä, und dann lassen die hier einfach so einen Weg frei? Die wissen doch, dass da ein Loch ist. Die wussten, dass da ein Loch ist und dachten so, ja, wir packen einfach mal ein paar Kisten vor. Die gefangen werden das niemals kaputt machen, auch wenn da ein Hammer natürlich mit drin ist, aber mit dem Hammer kann man doch keine Kisten kaputt machen. Hey, Schluss damit! Das ist jetzt aber Bowser. Autsch! Kann man denn hier vielleicht rein? Auch nicht, alles verschlossen. Lassen Sie mich rein, ich bin Mario. Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Und Finger weg von meinem irgendwas. Autsch. Oh, wir können sogar reingucken. Wie so ein echter Spanner. Ich weiß schon, was ihr da mit meinem Schergen vorhabt, aber das könnt ihr gleich mal knicken. Oh mein Gott, haben die das Knicken wirklich extra groß geschrieben, damit man rafft, dass das ein Wortwitz sein soll? Oh nein, was machen sie mit dem Koopa? Oh mein Gott, er kann fliegen.
Und wird gefaltet. Und wahrscheinlich... Ist das ein Kopierer oder was? Oh mein Gott, ein Zombie-Origami-Scherge. Was hast du gesehen? Hoffentlich nichts Schlimmes. Kommt drauf an. Also Schergen sind ja schon mal böse. Die können ja eigentlich gar nicht mehr böser werden. Ja, es war der letzte. Nur noch der mit dem Bart. Na. Tja, aber der Bartfuzzi ist rechts von euch und nicht mehr im Kerker. Haha. Hm, was glaubst du, was sie damit eigentlich gemeint haben? Weiß schon, das war der letzte. Der letzte, was eigentlich? Tja, der letzte, der verwandelt wurde vielleicht, Olivia. Denk doch mal ein bisschen mit. Jetzt ist hier bestimmt offen, weil die haben nicht abgeschlossen. Haha. Mann, sind die dumm. Was passiert denn jetzt, wenn ich den anderen Leuten einfach hinterherlaufe? Wo ist der mit dem Schnurrbart? Ich kann die Fallschergen hören. Sie sind ganz in der Nähe. Ja, ich will da bitte rein. Ich wusste doch, dass sie hier in der Nähe sind. Wir sind in Gefahr. Nein, ich muss doch Hallo sagen. Schade, ich hätte jetzt einfach kaputt gekloppt. Die können gar nichts gegen mich. Hallo, Bowser. Oh, Mario, du bist auch hier. Worauf wartest du noch? Hol mich hier runter. Selbst du weißt, dass man jemanden von königlichen Geblüt, nicht so schädlich behandelt. Ha, königlich? Oh, schön, dich kennenzulernen. Sind in deinem Königreich alle Bewohner nur Gesichter? Ja, ich habe auch einen Körper. Der ist nur gerade sehr unbequem um sich selbst gefaltet. Das habe ich diesen geknickten Gestalten zu verdanken. Ich habe aber schon Schlimmeres erlebt. Aber das ist jetzt egal. Ich bin der große König Bowser und ich verlange sofort befreit und entfaltet zu werden. So, Mario, lass jetzt endlich deine unverschämte Begleiterin links liegen und hol mich hier runter. Bowser befiehlt es dir. Ich würde das Gleiche doch auch für dich tun. Du brauchst mich genauso wie ich dich. Gib's zu. Außerdem erzähle ich dir ein Geheimnis, wenn ich frei bin. Ein guten Geheimnis kann niemand widerstehen. Okay, das wird so auf meine Stimme gehen, wenn ich den weiterhin so synchronisiere. Hab dich. Zeitlupen-Action mit Bowser. Blub. Sogar mit diesem Soundeffekt. Oh, ich dachte, ich wollte mich einfach wieder auf. Pah, egal. Jetzt mal zum Geheimnis, das ich dir verraten wollte. Dieser Raum hat einen geheimen Ausgang. Ich habe gehört, wie sich diese Falznasen darüber unterhalten haben. Elende, faltige Nichtsnutze. Jetzt beeil dich und such den Ausgang. Und wenn du von hier entkommst, darfst du mich vielleicht sogar mitnehmen. Darf dich vielleicht sogar mitnehmen und dann, wenn ich dich einfach haue. Was? Das geht ja tatsächlich. Und er sagt nicht mal was dazu. Okay, ich bin dran. Ich will jetzt gerne mich aufhängen. Na gut, dann nicht. Kann hier hoch. Oh, dann kann ich dahinter. Hui, geil. Bringt mir gar nichts. Aha, die kann man kaputt machen, weil sie war nicht verstärkt. Und zum Glück habe ich meine Fallscherbe. Guck mal, Bowser, was ich Tolles Neues gelernt habe. Okay, jetzt muss ich nur wissen, wo muss ich greifen. Das ist aber tatsächlich ganz witzig, wenn der mit dem Controller... Achso, hier rechts einfach. Zack. Dass man den so bewegen muss. Ich finde das aber witzig. Ha, siehst du? Wo wärst du ohne mich? Wahrscheinlich auch hier. Hey, du hast die Faltarmtechnik ja schon richtig gut drauf. Ja, ich bin ja auch Mario und weiß alles. Ein Speicherblock! Ja, bitte. Ich find witzig, wie Mario aussieht, wenn er dagegen springt. Der bleibt dann in so einer kurzen Animation hängen, wo er sich einfach wehtut, weil er dagegen gesprungen ist. So, ich wollte aber nochmal ganz kurz in die Einstellungen gucken. Es gibt drei Einstellungen, die einfach noch nicht frei sind. Alles klar, man kann die Bewegungssteuerung aber auch ausmachen, wenn dann das nervt, aber ich find's eigentlich ganz witzig. Deswegen lass ich's mal an. So, und jetzt befreien wir das Königreich von der bösen Peach. Doch, zunächst. Ach, hier geht das wieder nicht, oder was? Hä? Oh Mann, ist das anstrengend. Hey, jetzt mach doch mal nicht so schnell. Mario, 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 Mario. Die Fackel ist nicht an, das ist nicht gut. Fackeln müssen immer an sein. Ja, ich glaube, das kann ich auch schon aus dem Trailer. Gleich sollte Olivia Jones hier ankommen und uns sagen, haha, ich bin böse und du nicht. Oh, hallo Prinzessin Peach, dich habe ich gesucht. Ah, du solltest nicht hier sein. Du weißt einfach nicht, wo dein Platz ist, Mario. Ich werde dafür sorgen, dass du mir niemals entkommen kannst. Geduld, Prinzessin, es ist alles in Ordnung. Du bist also Mario, der Held, dem Prinzessin Peach so sehr vertraut, ja?
Oh ja, du eignest dich perfekt. So schön glatt, klare Farben. Ich sehe es förmlich vor mir. Also, was meinst du? Nimmst du für die gute Sache ein paar Eselsohren in Kauf? Oder müssen wir, na, knittrig werden? Schließt du dich uns an? Ja oder nein? Naja, aber ich liebe Prinzessin Peach. Ich kann ja nichts ausschlagen, also ja. Da war das doch wohl nicht im Ernst, dass ich auf einen solch simplen Trick hereinfalle. Geh der Prinzessin Peach einmal gut an. So sieht sie vielleicht besser aus, findest du nicht? Ah, du brauchst nicht antworten. Bald schon wirst du die Macht des Origami am eigenen Leib spüren. Fallschergen, zeigt euch! Ich will hier kooperativ sein und die vertrauen mir einfach nicht. Ich will auch so cool aussehen. Ich möchte nicht nur 2D sein, ich möchte so 2,5D sein, so wie ihr. Ihr seid sogar schon fast 3D. Jetzt werde ich niemals einen Ton sehen. Jetzt wird gefaltet. So, jetzt bin ich gespannt. Das Kampfsystem... ja, mal gucken. Also ich weiß, dass man diese Kreise da drehen muss und dass es später auch Publikum gibt. Das mit dem Publikum finde ich mega nice, weil das gab es in Sticker Star und Color Splash meines Wissens nicht. Sondern tatsächlich nur in dem Gamecube-Teil, der halt mega gut war. Vielleicht im Wii-Teil, da bin ich mir aber gar nicht so sicher. Ich find's cool, dass das wieder so etwas bühnenmäßiger ist. Wenn jetzt noch die Zuschauer später dann auch Sachen in den Ring reinwerfen oder sowas, dann wäre, also wenn die halt Sachen machen, dann wäre das noch viel cooler. Das war nämlich vorher auch so, dass sie auch so einen Einfluss auf das Kampfsystem hatten. Diese armen Pappkameraden waren zu Origami gefaltet und zwar unwiderruflich. Das glaube ich nicht. Aber so schlimm ist es auch nicht. Du musst gegen sie kämpfen, sonst falten sie sich auch zu Origami. Ich würde dir helfen, aber mit meinen kleinen Ärmchen würde ich nicht viel ausrichten und ich will dir nicht im Weg stehen. Ich feuere dich an, aber das Kämpfen muss ich dir überlassen. Viel Glück, Mario. Dann ab auf die Bühne mit dir. Oh mein Gott, hat sich einfach bewegt. Wenn du schaffst, alle vier in eine Reihe anzuordnen, kannst du sie bestimmt einen nach den anderen Platz springen. Das ist eine sehr gute Idee. Ah ja, da sind 3 und da hinten ist einer. Und jetzt gruppieren wir die einfach mal und sind cool drauf, ja? Okay, also wir können jetzt hier den dritten... Hä? Achso, ich wähle den dritten aus. Weil da ist der einzelne Goomba. Und jetzt kann ich den nach da oben duddeln. Und jetzt sind sie alle in einer Reihe und dadurch mache ich mehr Angriffsschaden. Cool. Gut, also wir haben Stiefel und einen Hammer. Wahrscheinlich werden wir Stiefel einsetzen, damit wir alle treffen. So, ich bin jetzt gespannt, ob man da auch wieder wie früher so Tasten drücken muss oder so. Aber wahrscheinlich schon. Also, Stiefel-Attack auf alle! Mario trifft in Aktion. Ich drücke einfach mal A, ohne zu wissen, was passiert. Ich habe jetzt jedes Mal A gedrückt. Der letzte hat ein Leben weniger abgezogen bekommen. Ich glaube, da habe ich A zu spät gedrückt. Aber ich glaube, das bringt was. Ich bin mir gerade nicht so sicher, weil das irgendwo gesagt worden ist. Yeah. Oh, es kommen noch mehr? Kommen einfach noch mehr Gegner. Ui, da sind ja noch mehr. Bei manchen Kämpfen lauern anscheinend mehrere Scharen von Gegnern. Scharenschlacht kommt also nicht von ungefähr. Hihi. Okay, also nochmal. Wir wählen den ersten Dings aus, den ersten Kreis. Packen die alle in eine Reihe. Und jetzt können wir einfach den Hammer auswählen und der trifft halt ja, so ein Viereck, ne? Also zwei, die ersten, ja, also genauso wie die jetzt stehen, trifft der Hammer halt. So, muss ich da auch irgendwas machen vielleicht? Hä? Ich weiß nicht mehr, ob ich irgendwas drücken muss. Also früher hätte man jetzt den linken Stick nach links drücken müssen und dann warten müssen, bis er fertig aufgeladen ist und dann halt auf die Gegner raufballern. Aber jetzt habe ich gerade gar nichts gemacht, diese Trottel alle gestorben. Einfach weggeploppt. Oh yeah, money, money, money. Hä, okay, wir haben jetzt schon... Okay, wie viel Geld bekommt man bitte? Die kriegen 500 Geld für einen Kampf? Ich glaube, das ist ein bisschen inflationär, kann das sein? Also je nachdem, was man mit den Münzen später machen kann, aber das wirkt jetzt schon beim allerersten Kampf sehr inflationär. Na gut, du hast also deinen ersten Goomba besiegt, bravo. Ich kann dir versichern, dass er bei Weitem nicht die gefährlichste Kreatur hier ist. Es ist wohl an der Zeit, dieser Farce ein Ende zu bereiten. Hä? Er ist der Origami King? Ich dachte, die Prinzessin ist es. Oh no. Damit habe ich nicht gerechnet. Bruder! Nein, das kann nicht sein. Ich wollte nicht glauben, dass du dahinter steckst. Wie oft habe ich dich gebeten, aufzuhören? Bitte, du musst aufhören, und zwar jetzt. Warum konnte Mario dich nicht einfach in der Wand lassen, in die ich dich gesteckt habe? Schwesterherz, wenn du dich mit mir in den Weg stellst, kann ich dich nicht an meinen Ruhm teilhaben lassen. Familie hin oder her. Oh, und ganz nebenbei. Ich bin nicht länger Olli, dein Bruder. Ich bin König Olli. Wenn ich hier fertig bin, ist auch der letzte dieser erbärmlichen Toads säuberlich gefaltet.
Und Bowsers mickrige Papierhandlanger werden mir als Faltschergen dienen. Ich werde die ganze Papierwelt nach meinem Willen beugen, falten und knicken. Zu einem neuen Origami-Königreich. Nein, tu es nicht. Du kannst doch nicht die schöne Papierwelt in dein komisches Origami falten. Nein, Olli. Du warst doch so ein süßes Kind. Wie kannst du es wagen, das schöne Königreich? Mario, ich habe einen Scheiger losgeschickt. Komm! Heldenhafte Flucht. Dank des Scheigers. Aber das schöne, schöne Königreich ist leider verloren. Sind das nicht solche Luftschlangen? Mit denen er das gerade... Oh mein Gott, hat er das Schloss mit? Oh nein, die Giraffe! Warum müssen die mal das Schloss ausreißen? Das haben sie bei Nintendo 64-Teil auch schon gemacht. Da ist dann Bowser einfach auf dem Mond... Oh, nein, Luigi. Aber da ist Bowser dann einfach auf dem Mond geflüchtet. Das war sehr witzig. Oh nein! Getrennt von Bowser. Getrennt von Luigi. Nur Olivia an meiner Seite. Wow. Er hat sein scheiß Königreich da ausgerissen, um auf den nächsten Berg zu kommen, ja? Okay. Uff, tot. Ja, sieht ziemlich tot aus. Ich glaube, wir sind tot. Doch nicht. Mist. Konfetti! Geschafft. Gut, das war dann das Intro. Ich glaube, das sollte erstmal lang für die erste Folge. Ich freue mich. Also bisher finde ich es tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich finde immer noch komisch, dass wir die Faltarme von Anfang an haben. Und wie das dann hier weitergeht und wo Olivia ist und wie wir zu Bowser wieder hinkommen, weil der ist ja anscheinend jetzt unser Freund. Hui, oh, Konfetti. Mega nice. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Bis zum nächsten Mal und tschüppidü.